Kein Quiz, oder? Bei uns auf dem Dorf gab es eigentlich nur Handball. Ich glaube, dass wir Fußballer im Vergleich vielleicht ein bisschen besser sind im Handball als ihr im Fußball. Also ich glaube, wir spielen deutlich häufiger Fußball als ihr Handball. Hi, ich bin Joshua. Und ich bin der Timo. Und wir freuen uns, dass ihr uns zuhört und zuschaut. Kein Quiz, oder? Einstiegsfrage. Joshua, wusstest du, dass Timo Bayern-Fan ist? Timo, ja. Wieso die Bayern? Wusstest du? Wusste ich tatsächlich, ja. Ich habe mich ja vorher ein bisschen informiert. Ja, wieso die Bayern? Tatsächlich hat mein Vater früher immer Premiere geguckt und dann war Bayern immer das Einzelspiel. Und dann bin ich mit den Bayern aufgewachsen und bin bis heute dabei geblieben. Tatsächlich Mitglied geworden vor einigen Jahren, 6, 7, 8 Jahren. Und gute Wahl, oder? Gute Wahl, die beste Wahl. Die letzten Nein, tatsächlich Jahre. Muss ich sagen, als Sportler ist der FC Bayern der Verein, der das am meisten ausstrahlt, gerade in Deutschland, immer alles gewinnen zu wollen, alles gewinnen zu müssen. Und was der Verein dafür tut, um das zu erreichen, gefällt mir. Und deswegen habe ich damals mit einem ehemaligen Nationalmannschaftskollegen gesagt, komm, für die Werte stehen wir mal ein und wir werden Mitglied. Ja, sehr gut. Das, ja. Das ist doch gut. Gute Gründe auf jeden Fall. Ja, ich finde auch. Sind Handballer besser im Fußball als Fußballer im Handball? Ich glaube nicht. Glaubst du nicht? Nee. Ich glaube, dass wir Fußballer im Vergleich vielleicht ein bisschen besser sind im Handball als ihr im Fußball. Ich glaube, dass es ein bisschen schwieriger ist, den Ball mit dem Fuß zu kontrollieren, als irgendwie den Ball gezielt irgendwo hinzuwerfen. Ich glaube, ihr seid die Härteren. Ja. Es kommt ja dann auch darauf an, was man jetzt als Vergleich hernimmt, aber ich glaube, dass wir wahrscheinlich etwas genauer werfen könnten als ihr. Die Qualität schießen. Ist die Frage. Also ich glaube, wir spielen deutlich häufiger Fußball als ihr Handball. Echt? Ja, im Handball ist es eigentlich so, wenn der Handballer zum Aufwärmen kein Fußball spielen darf, ist er sauer. Also macht euch Fußball Spaß, oder was? Ja, schon. Also bei uns ist Handball, Kopfball, spielen wir manchmal so. Ja. Also ja, mit der Hand hin und her werfen und Tore dürfen nur mit Kopf. Ja. Das ist nicht so beliebt bei uns Fußballer, muss man sagen. Wir spielen das tatsächlich auch ab und zu, aber okay, seitdem wir einen spanischen Coach haben, ist Aufwärmen gefehlt eh raus. Aber generell spielen wir das schon auch gerne im Verein Fußball. Aber Handball, Kopfball, das macht auch bei uns nicht Spaß. Also seid ihr vielleicht doch die besseren Fußballer. Wir könnten es ja mal austesten. Ja, okay. Schauen wir mal hier die nächste überrascht. Frage. Was können Fußballer von Handballern lernen und umgekehrt? Mir wird direkt mal die Robustheit einfallen, mit der ihr eure Zweikämpfe und Duelle führt. Ja, da seid ihr schon hart im Nehmen, muss man sagen. Wie ihr da manchmal im Zweikampf zugegen seid, wie ihr da immer mal wieder auf den Hallenboden klatscht. Das sieht schon relativ spektakulär aus, muss ich sagen. Ja. Ja gut, ist ja immer die Frage, was wird zugelassen und was nicht. Du kannst ja jetzt nicht morgen gegen wie ein Handballer Fußball spielen und würdest ja jedes Spiel auf der Tribüne sitzen. Deswegen, ist immer eine schwere Frage. Ich habe persönlich damit aufgehört, Sportarten zu vergleichen, weil es einfach keinem gerecht wird. Aber ich glaube, insgesamt sind sich Handball und Fußball gar nicht so unterschiedlich, wenn du auf den Mannschaftssport gehst. Du musst in der Mannschaft erfolgreich sein, du musst ein gutes Teamgefüge haben. Du musst, glaube ich, Rollen im Team akzeptieren. Ich glaube, ja, sonst kann kein Fußballteam oder kein Handballteam erfolgreich spielen. Gehe ich mit, absolut. Was ist das für ein Gefühl, im eigenen Land eine Heim-EM zu spielen? Ja, schauen wir mal. Ich weiß es ja noch nicht. Wobei man sagen muss, dass die letzte Euro fast auch schon wie eine Heim-EM war bei uns. Wir hatten ja die ersten drei Gruppen oder die ersten Gruppenspiele hatten wir alle in Deutschland. Wenn man die Spiele im eigenen Land spielt, gerade was die Stimmung angeht, ist schon was Besonderes. Also ich persönlich freue mich da schon drauf. Ja, absolut. Geht mir ähnlich. Also Vorfreude. Ja. Vorfreude und Hoffen auf einen guten Turniereinstieg, wo sich ein Flow entwickeln kann und dann auch erfolgreich zu spielen, wo es ja am Ende dann auch drum geht. Ja, nur darum, ja. Was waren deine ersten Berührungspunkte mit Fußball bzw. Handball? Boah, also bei mir war es, glaube ich, mein Vater. Der hat auch Fußball gespielt, zwar auf einem anderen Niveau, bei uns daheim im Dorf. Unser Dorf ist relativ fußballverrückt. Dementsprechend ist man so automatisch zum Fußball gekommen. Ich weiß nicht, wie das beim Handball ist, ob dein Dorf, deine Stadt da ähnlich tickt, aber mein bei Vater mir gab es nur Fußball.
unterklassig Handball gespielt. Und bei uns auf dem Dorf gab es eigentlich nur Handball. Ich habe schon erzählt, also eigentlich bin ich, glaube ich, schon Maxi Cosi mit in die Halle gekommen. Und dann habe ich Handball gespielt. Es war tatsächlich Fußball ausprobiert, Tennis gespielt, geschwommen, aber... Echt alles probiert? Ja, aber Handball war immer. Ich habe nichts anderem eine Chance gegeben, muss ich sagen. Hast du schon mal Berührungspunkte mit Handball? Ich war tatsächlich mal, also jetzt nicht selber gespielt, aber ich war mal Einlaufkind. Aber das ist schon 2007 könnte hinhauen. Ja, da war die Ja, so mit 12. Ja, dann war das dort, aber es war leider kein deutsches Spiel. Ja, guck mal, dann hoffe ich doch, dass ich im Januar mit einem kleinen neuen Kimmich einlaufen darf. Hoffentlich, ja. Einlaufkind beim Fußball war ich noch nicht. Ja, jetzt bist du langsam ein bisschen zu groß dafür. Na, so groß bin ich jetzt auch nicht. Wie groß bist du eigentlich? 1,76. An guten Tagen vielleicht 77. Ja, ich bin an guten Tagen 1,80. Das steht immer auf der Autogrammkarte, aber eigentlich bin ich nur 1,78. Okay. Du bist dran. Ich bin dran. Welche Regel aus dem Handball, Fußball wünschst du dir für deinen Sport? Weiß ich jetzt schon. Was ich mir wünsche? Nee, was ich mir wünsche. Also für deinen Sport, für euren Sport, hätte ich jetzt gedacht. Was bei euch tatsächlich sehr auffällig ist, ist, wenn ein Pfiff kommt, direkt Ball liegen lassen und nach hinten laufen. Das ist bei uns so ein bisschen anders. Da versuchen die Schiris jetzt ein bisschen härter durchzugreifen, wenn man sich da vorstellt oder mal einen Ball wegspielt, gibt es dann sehr, sehr schnell Gelb. Gerade ab dieser Saison, das merkt man schon, dass sie da sensibel sind. An sich finde ich das nicht verkehrt, wobei man so von der Emotion, gerade bei uns, hat man immer sofort den ersten Gedanken, ja, man wird benachteiligt oder man muss diskutieren, das gibt es bei euch gar nicht. Ja. Im Endeffekt, man kann die Entscheidung eh nicht zurücknehmen, außer jetzt beim Videobeweis, aber ich meine jetzt so Kleinigkeiten im Mittelfeld ist schon sinnvoll. Würdest du dir wünschen, dass da mehr... Ich weiß es nicht genau, was ich mir wünschen würde. Weil du es ja auch machen kannst. Ja, es ist bei uns schon auch dann manchmal so ein taktisches Mittel. Man versucht dann so eine schnelle Ausführung zu verhindern, stellt sich vor den Ball, versucht zu diskutieren, er nimmt den mal in die Hand, um so ein bisschen Ruhe reinzubekommen. Ich glaube, es macht an sich den Wettkampf sportlicher und einen Ticken fairer. Ja, deswegen wünsche ich mir bei euch die Möglichkeit der Schiedsrichter, die Zeit anzuhalten. Ja, so eine Netto-Spielzeit wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja, oder zumindest, wenn du das Gefühl hast, da wälzt sich einer auf den Boden, um die Zeit runterzuspielen, werde ich. Spürt ihr eine andere Erwartungshaltung der Fans, weil es eine Heim-EM ist? Druck und Verpflichtung stehen noch in Klammern. Ja, generell bei uns, ich weiß nicht, wie es bei euch genau ist, aber ist die Erwartungshaltung immer relativ hoch. Der konnten wir jetzt die letzten Jahre nicht so gerecht werden. Trotzdem erwartet man von Deutschland, glaube ich, Sportarten unabhängig immer, dass sie vorne mitspielen, dass sie bis zum Ende im Turnier sind. Gerade bei einer Heim-EM, klar, da ist das ganze Land heiß. Da erwartet man natürlich schon, dass die Mannschaft bis zum Ende im Turnier ist. Generell ist unsere Erwartungshaltung immer gleich. Wir wollen auch immer bis zum Ende dabei sein, auch wenn das in der Vergangenheit leider nicht so gut geklappt hat. Würde ich mitgehen. Ich glaube, bei euch ist es ähnlich wie bei uns oder bei den Basketballern zurzeit. Ich glaube, das, was sich das Land wünscht, ist eine Mannschaft, auf die sie stolz sein können. Dass du merkst, okay, wenn die Mannschaft alles gegeben hat, kannst du auch im Viertelfinale oder im Halbfinale rausfliegen. Und du hast aber die Leute mal wieder mitgenommen. Weißt du, was ich meine? Ja, und ich glaube, wenn die Leute das sehen, hast du die Chance darauf, so ein Turnaround. Ich glaube, bei euch geht es eigentlich um den Turnaround, den zu schaffen, um zu sagen, die Leute haben wieder Bock, für die Mannschaft da zu sein. Und ich glaube, das geht aber nur, wenn du erfolgreich bist. Ja. Du kannst kämpfen und dir den Allerwertesten aufreißen. Fliegst du in der Vorrunde raus, hast du nie gekämpft. Ja, genau. Das ist immer Steht das, und was, fällt immer viel so mit dem Gewinnen und Verlieren. Richtig. Und am Ende musst du gewinnen, um zu begeistern. Und ich glaube, das geht immer miteinander einher. Also gucken wir, dass wir gewinnen. So machen wir es. Vielen Dank fürs Zuschauen und euch natürlich viel Erfolg, viel Glück bei eurer Heim-EM. Vielen Dank, euch auch. Und dann feiern wir zusammen danach.